birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Dienstag, ich spiele heute Days After. Und was wir genau da machen, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sehen. So, warte, ich muss doch mal ja mein Headset rein. So, Headset. Gut, einmal kurz schauen, ob es wackelt. Nehmen. Es wackelt. Jawohl. Kurz was umstellen. Und dann bis gleich. So, ich bin jetzt ein ganz Großstar. Also, ich kriege das nicht weg mit dem Wackel, nur weil ich es über Fenster spiele. Und da habe ich mir halt gedacht, komm, mach ich mal Fenster rein. Ich wollte hier links die Werbung nicht die ganze Zeit rein. Die kann ich aber nicht ausblenden, oder? Oh, warte mal. Immer noch da. Lass mal auf No gedrückt. Egal, was da steht. Naja, ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir so weiter. Ich hole mir hier erstmal Waffen. Schon. Oh, Sachen. Wenn ich dahin laufen möchte, wo ich möchte, einmal trinken kann ich nicht. Schau ich mir jetzt wieder an. Und dann räumen wir schnell die Sachen hier weg. Wir haben hier noch die Kiste hingestellt. Das kommt unten rein. Kann ich mir wieder einen Typen ausleihen? Ja. Wir können uns einen Typen ausleihen. Das ist so.
Wasser. Da will ich mir noch schnell eine Schusswaffe holen. Ich brauche noch eine. Typen ab. Also dann bis gleich. Okay, wir sind hier angekommen bei dem Dorf. Jetzt können wir uns den einen Typen holen. Das war der hier. Schon mal allein, da ist nur der eine Bär drin, der sofort auf dich drauf zuläuft. Das ist klar, waren wir. Ich denke mal, hier ist ein Riesenzombie, der auf dich zuläuft. Und hier ein Wolf oder mehrere Wölfe, die auf dich zulaufen. Wenn ich mit denen jetzt zusammen den Schrottplatz mache. Er schleicht auf, wenn ich das mache.
Bildschirm. Dann gehst du wieder an. Meistens nur 1-2 Sekunden aus.
Rucksack ist fast kaputt. Warte mal ein bisschen. Erstmal muss ich mir das Tor anschauen, genau. Jetzt muss ich den Scheitknüppel holen. Danach den Schlüssel. Platz mehr.
Schaltknopf. Und weiter geht's. Typ weg. Scheibenkleister. Marian, bis gleich. Okay, wir sind wieder hier angekommen. Auf den Schrottplatz. Leider ohne Verstärkung jetzt. Das müssen wir auch so schaffen. Ich habe es ja schon mal geschafft. Problem ist nur, da hatte ich noch eine Armbrust gehabt. Zwar noch eine Pistole, aber ich möchte mir die lieber ein bisschen noch aufhängen mit Pistole. Aber wenn es nicht geht, dann muss ich nicht hoppen. Oh, der ist trotzdem gestorben. Hier ist er nicht.
Let's go. Wir haben den mit der Maschinenpistole besiegt. Gott sei Dank. Wir müssen jetzt in der Ruhe. Also, wenn er was getroppt hätte, würde er hier. Nicht gesehen. Ich warte, bis er reinkommt. Ist doof. Jetzt stehen sie zusammen, das ist auch doof. Schrottplatz. Jetzt sind wir hier richtig im Schrottplatz drin. Aber ich würde eigentlich gerne noch unter den ersten Teil fertig machen. Beim nächsten Mal probiere ich dann nur den zweiten Teil zu filmen. Das dauert ja schon lange genug hier im ersten Teil. Schneller spielen, weil ein bisschen stärker ist. Wenn man nicht so stark ist, sollte man das alles ein bisschen taktischer machen.
3 Stück sind das. Steht da vor der Leiche und denkt sich, oh, hier ist ja keiner. Dass ich keinen Rucksack auf habe. So. Aber ich muss das jetzt so machen.
Das ist schon gut. Das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.